Hallo Leute, hier ist Jake. In diesem Video hier zeige ich euch nochmal ein Messer aus Solingen. Auch wieder ein Messer aus den 80er Jahren. Habe ich ja schon ein paar vorgestellt. Von der Firma Anton Wingen Junior. Eine Firma, die leider nicht mehr existiert, aber sehr schöne Messer gemacht hat. Es ist das Modell 4083 Golden Weston, das Bowie aus der Golden Weston Serie. Neben diesem Bowie gab es auch noch verschiedene andere Modelle. Zu erkennen waren sie durch diese besonderen Ätzungen und diese Griffvariante mit dem goldenen oder messingfarbenen oder goldenen Guard und Knauf. Und dazu dieser Holzgriff mit den beiden goldenen Ringen. Diese Messer wurden produziert in den 80er Jahren, waren als Sammlermesser gedacht. Hochwertige Messer sind das. Die waren nicht billig, lagen so um die 80 bis 110 Euro. Das teuerste Messer von dieser Serie war hier dieses große oder relativ große Bowie-Messer. Das kostete damals 110 Euro. Quatsch, D-Mark. Gut. Mal zu den Daten von dem Messer. Das ist 30 cm lang, hat eine 18 cm lange Holzschliffklinge in Bowie-Form, hat eine 5,5 mm dicke Klinge. Dann haben wir da, wie gesagt, diesen Nussbaumgriff, Messingguard und so weiter. Alles schon gesagt. Das ist eine Spitzerlkonstruktion. Sammlermesser, und das habe ich mal erwischt in einem neuwertigen Zustand. Sieht man ja nicht alle Tage diese Messer. Wie viele davon produziert wurden, weiß ich nicht. Ich kenne auch nicht genau die Zusammensetzung des Stahls. Ist auch eigentlich wieder mal zu schade zum Gebrauch. Ist eben ein echtes Sammlerobjekt. Hier nochmal so ein paar Details. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Von der Qualität her echte Solinger Handarbeit und Qualität. Wieder mal nichts dran auszusetzen. Sehr schön angepasst. Ist eher was für kleinere Hände wie meine. Weil der Durchmesser, obwohl hier in dem Bereich schon etwas mehr ist, ist relativ schmal. Eine Scheide dazu ist nicht von so hochwertiger Qualität, ist jetzt nicht schlecht, aber sieht auf den ersten Blick toll aus, aber man spürt einfach, da dieses Leder hält nicht so viel aus, vermute ich mal, sondern die allerbeste Qualität. Bei so einem Designobjekt, Sammlerobjekt, ist auch das Messer, denke ich mal, eher im Mittelpunkt. Ja,
Zum Gewicht hatte ich, glaube ich, noch nichts gesagt. Das wiegt 333 Gramm. Eine Schnapszahl. Das war das Golden Weston von Anton Wiggin Jr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.